Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 und weil mir ja gesagt wurde, schon häufiger in diesem Spiel, dass wir an dieser Stelle nicht mehr zurückkehren können, werde ich hier jetzt sicherheitshalber nochmal einen extra Safe Spot aufmachen, mit dem wir dann hier einfach weitermachen können, wenn wir es brauchen. Also wenn wir nochmal weitermachen möchten an dieser Stelle. Aber jetzt kommt die Mauer. Was ist das denn? Eine Nachricht vom Racheengel? Oh. Moment. Da will ich doch nochmal ganz kurz, Gegenstände, da. Schlüssel. Nachricht des Racheengels. An den Alleskönner. Mir ist nicht aufgefallen, dass du für die Leute in den Slums getan hast. Im Namen aller, denen du geholfen hast, möchte ich dir von ganzem Herzen danken, dass man in unserer bescheidenen Stadt jetzt wieder strahlende Gesichter sieht. Haben wir dir zu verdanken. Mit diesem Brief lasse ich dir etwas zukommen, für das du hoffentlich Verwendung hast. Bis bald und denk daran, mein wachender Flügel wird dich immer begleiten. Der Racheengel der Slums. Oh, das ist so nett. Ich mag die alte Frau. Also dann. Haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rüber geklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Ja. Wir wollen die Mauer hinauf. Sag mal, machst du diese Alleskönner-Tour weiter, wenn das vorbei ist? Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Ja, wirklich. Am Anfang warst du arrogant, abweisend, hielst dich für den Größten. Ich dachte, du wärst ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du einfühlsam. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte, im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein, sie stört. Na, Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Aeris braucht uns. Zeigen wir der Mauer, wer der Boss ist! Weiter. Oh, ich habe diese Stelle total gemocht. Früher brauchte man dafür nicht diese Haken, sondern musste man eine Batterie suchen, mit dem man irgendwelche Ventilatoren bewegen konnte. Na dann. Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Aeris da raus. Und dann nichts wie weg. Los. Und auch eine wichtige Sache, diese Mauer, über die wir gerade gesprungen sind, die ging im alten Teil bis nach oben zur Platte. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Ja, schön. Das ist genau das, was ich hören möchte, wenn ich in Sektor 7 rumlaufe. Er ist sicher bald zurück. Bist du verletzt? Kannst du aufstehen? Hab ich's nicht gesagt. Oh. Absolut gruselig. Verdammt, nicht schon wieder. Womit haben wir das verdient? Was ich mich auch frage ist, was Midgar wohl für eine Stadt gewesen sein muss, bevor sie diese Platte da oben aufgebaut haben. Ich meine, guckt euch mal die Gebäude an. Die findet man überall hier unten, als ob das hier eigentlich mal eine ganz andere Stadt war. Wobei, Moment, ein paar der Häuser könnten sicherlich auch von oben kommen. Aber, naja. Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich.
Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Seid auf der Hut. Na klar. Wir tun unser Bestes, um nicht total Banane zu sein. Oh, man kann ja doch auch schneller Leitern hochklettern. Cool. Schön, dass ich das so irgendwann ganz beiläufig herausfinde. Ah, komm, echt jetzt? Selbst hier ist man nicht vor Gegnern sicher. Komm, runter mit dir. Bioklette. Gleich mal analysieren. So, wirksam Wind und Eis. Das ist gut. Magie, Ero habe ich nämlich. Schluss mit lustig hier. Das ist auf jeden Fall mal ein weiter Blick. Boah, das sieht man auch mal, wie die anderen Slums aussehen. Aber, na, ich muss ehrlich zugeben, ich bin von den High Maps, also Quatsch, von den Sky Maps, irgendwie nicht so angetan. Die wirken halt eben so deplatziert. Die passen nicht zur Kamera. Aber, komm, das ist Meckern auf hohem Niveau. Trotzdem, ein hammer Blick. Weiter geht's. Oh, da sieht man schon den nächsten Gegner anflattern. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sind das gar keine Gegner, sondern die sind nur just for fun da. Ah, hier kann man wieder hoch, aber hier kann man irgendwie noch zur Seite. Nee. Moment. Wir haben ja auch Erora. So, dann können wir gleich beide erwischen. Oh, komm mal runter. Das war ein gutes Training. Da flattert das Fieder in der Luft rum. Aber das, genau das ist der Punkt. Ich will hier nämlich auch Tränke haben. Oder Tränke holen. Oder generell irgendwas. Oh, ich hätte vielleicht noch Tränke kaufen sollen. Egal. Jetzt ist zu spät. Wir müssen hier diese Müllheide... Müllhalde hinauflaufen. Hallöchen! Hallo Schimmer! Er wird da so hoch wie Cloud springt, braucht er doch gar keine, brauchen wir doch gar keine Leitern. Der kann da einfach hochjumpen. So. Ah, es war auch Wind. Was gegen, was bei denen hilft. Au. In der Luft erwischt. Das ist ja dreist. So. Nochmal Ero. Auf. Schimmer Berul. Sag ich, das war unterbrochen. Nee, ich dachte schon. Ah, ich komm nicht dran. So ein Mist. Ja, dann muss es schon mal A sein. Gibt's ja nicht. So, Schimmer A flattert da immer noch blöd durch die Gegend. Ne, der eine Schimmer ist immer noch am Leben gewesen. Nee. Schimmer B. Jetzt aber. Oh. Wir werden von nichts Halt machen, bis wir am Ziel sind. Wir machen garantiert keinen Halt. Wir machen hier Action. Da müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann können Scheint uns so. Die anderen später vom Boden kratzen. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Weiher. Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Ah, das sind die Reste von der
von der Sektor 7, vom Rektor, Rektor 7 Pfeiler. Hallo, hier spricht Rektor 7. Ende Gelände. Ob das Seil von einem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? So, an Stellen, an denen ein Seil herabtaumelt, kannst du mit der Seilpistole auf höher gelegene Plattformen zielen. Such die Umgebung über dir nach hängenden Seilen ab. Okay. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Na, das sah doch gut aus. Ah, da kommt doch ein Gegner angerollt. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Weiß ich doch. Erstmal wird Aris gerettet. Schon klar. Das ist tatsächlich gar keine so geile Idee hier. Weil der Suchtrupp ist sicherlich dafür da, um Leuten aus der Slums, zu vereiteln, dass sie nach oben kommen. Oh, Rang 3 Soldaten. Oh Mensch, die sind ja süß. Ey, ich hab da voll eine Idee. Wie wär's denn jetzt einfach mal mit Feuer ausprobiert? Magie! Oh, die stehen gerade eben so richtig gut nebeneinander. Nieder mit euch. Ich bin ein Rang 1 Soldat. Was ist da los? Nun antwortet schon. Alles in Ordnung. Nur ein paar Viecher. Haben sie erledigt. Und das alles nur wegen dieser Feiglinge von Avalanche. Die zittern bestimmt in irgendeinem Loch. Findet sie und werft sie den Tieren zum Fraß vor. Träum weiter! Als würden wir abhauen oder uns verstecken. Du wirst schon noch sehen, wer hier im Futternapf endet. Abgebrochen. Du so ein Scheiß! Also, Barrett? Nein. Aus. Pfui. Ab in die letzte Reihe mit dir. Du hältst gefälligst deine Klappe. Nur weil du Oberarme hast wie ein Baum, ja, heißt es nicht, dass du hier anfangen kannst und so dermaßen. Der Kerl von gerade. Fuck. Schnell zum Shinra-Gebäude. Heißt es nicht, dass du uns hier so veräppeln kannst. Versuch das einfach mal, indem ich hier ganz geschmeidig. Hakt eure Seile da oben fest. Wir nehmen die Flugroute. Ein Versuch ist es wert. Das Doofe ist, dass die auch eine Flugroute haben. Das hat wohl nicht geklappt. Von Avalanche? Nein. Wir haben sie. Wir benötigen Verstärkung. Haben einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Wutheiß Handlanger! Auf sie! Du bist Wutheiß Handlanger.
Gegner mehr im Auge behalten, dann geht das hier auch besser mit dem Draufhauen. Da steht ja noch einer. Weg mit dir. Ich hab genug. Da sind sie! Festnehmen! Gut, dass ich jetzt erstmal den ganzen Kram hier noch nicht benutzt habe. Eigentlich auf den. Na egal, der andere wird von Barrett Cut gemacht, glaube ich. Ja. Magie. Feuer auf den Gardisten. Sehr schön. Ich hab sie! Umzingeln! Nein! Wo seid ihr? Da seid ihr. Oh. Die anderen laufen schon vor. Okay. Magie. Feuer an dieser Stelle, weil der sieht nämlich gerade richtig gut aus. Ziel gefunden. Kommt! Von wo kommt ihr denn die ganze Zeit angelaufen? Von da oben. Auf jeden Fall erstmal auf den, der da oben rumflattert. Au! Den Limit Break halte ich mir tatsächlich bewusst zurück. Du siehst so aus, als ob du Feuer abbekommen möchtest. So, aber jetzt brauchen wir echt mal ein bisschen Magie. Weil Cloud sieht ein bisschen schlecht aus. Nur der Applaus lässt auf sich warten. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. Ui. Glück gehabt. Das war's erstmal scheinbar. Vorerst. Der große Flattermann steht noch vor uns. So. Extrem einsturzgefährdet. Ja, genau so mag ich's, wenn meine Quests so heißen. Oh. Hier können wir zumindest ein paar Sachen kaufen. Gegenstände. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben noch ein paar Megatränke zur Verfügung. Her damit. Ether können wir auch nicht genug haben. Ah, 4000 Gil. Ja, komm, her damit. Megatränke haben wir noch gut. Was drauf. Wir nehmen noch ein bisschen Musik mit. Und ruhen uns erstmal eine Runde aus. Damit auch die Magiepunkte wieder aufgefrischt sind. Und ich glaube, wenn ich hier rechts lang gehe, komme ich doch bestimmt nochmal zu einer Kiste oder sowas. Sieht mir so ein bisschen danach aus, dass hier irgendein Kram... Ah, komm. Nee. Sind wir ja zu dritt? Na dann... Boah. Soldat oder nicht? Ihr seid alles Lappen. Wo ist er? Da oben ist er. Daneben? Tja. Gibt's ja wohl nicht. Und das nur für... Einmal kurz hier um die Ecke laufen und eine Kiste einsammeln. Ich sag doch, hier ist eine Kiste. Aber egal, zum Glück können wir uns hier drüben gleich heilen. Ah, das ist sozusagen immer der kleine Bonus. So von wegen, ja, wenn du jetzt kein Geld mehr hast, macht nichts. Hier, komm, hast nochmal 3000 Gil, damit du dich dann nochmal aufbessern kannst. Finde ich gut. Ah, eigentlich müsste ich echt mal wieder meine Freunde hier... Also ein bisschen Waffenverstärkung und so weiter reinziehen. Aber... Ja gut, hier geht's nicht weiter. Aber irgendwie will ich einfach weiterlaufen. Es macht einfach so Spaß, hier einfach weiterzulaufen. Tiefer, du stehst im Weg. Lass doch mal hier die Großen lang. Ha? Irgendwo hier... ist eine Stelle für ein Seil. Wurde mir gerade angezeigt. Vielleicht irgendwo ein Seil rum? Ah. Hier wahrscheinlich. Wunderbar. Oh. Roboter. Kleine süße Bottis auf vier Beinen.
Gemetzel hier. Die explodieren und machen kabumm und alles fetzt. Voll geil. So, da ist die nächste Stelle zum Durchziehen. Hui! Noch mehr Butter! Yay! Oh. Hey! Kommt noch eine Kiste für zwischendurch. Wow! Nein. Gerade noch so den Tether gesehen. Da musste ich mal eben ganz kurz einmal decken. Super Trank. Ganz geil. Ist irgendwie nicht so das, was ich wirklich brauche. Ah, das sieht mir doch hier verlockend aus. Achso, damit komme ich wahrscheinlich hoch. Ist hier sonst noch irgendwo irgendwas? Da komme ich auch hoch. Es gibt hier verschiedene Wege, um hochzukommen, scheinbar. Die Frage ist, welcher ist der richtige? Wahrscheinlich sind beide richtig. Lass mal eben ganz kurz hier runter gucken. Ah. Ich glaube mal da entlang. Nee, ich glaube da unten gibt es nochmal was. Ich gehe da einfach mal runter. Nutze hier nochmal die Seile zum Hochklettern. Das war noch zumindest Seile, bin ich der Meinung. Hier auf der anderen Seite. Nee, doch nicht. Habe ich mich vertan? Ich glaube nicht. Ich war der Meinung, hier war was. Ja, hier war wirklich was. Hui! Ja. Genau, sonst wären wir nämlich da raus. Jetzt sind wir hier rausgekommen. Mal gucken, wo der Unterschied ist. Wahrscheinlich eine Kiste oder sowas. Alles für Loot. Alles für Loot. Sag ich ja. Kiste. Her damit. Kisten braucht man immer. Magischer Ring. Oh, was hat das denn? Ah. Von hier aus komme ich dann hier hoch. Achso, jetzt bin ich wieder da, wo ich... Aha, verstehe. Gut, das... Macht man einen kleinen Umweg, kommt man dann trotzdem ans Ziel. Aber man hat mehr Reichtum. Wunderbar. Okay, wir haben diesen hässlichen Turm erreicht. Ja, ich bin mal gespannt, was der so bringt. Keine Zurückhaltung. Hallo Krabbe. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Granatwerfer. Sehr freundlich. Aber ich glaube, wir brauchen nicht wirklich viel Information dazu. Ich glaube, wir wissen schon, warum wir den locken. Und zwar mit Blitz! Peppa! Ach super, Barret hat auch Blitz. Dann ab in Shot mit dir. Na gut, okay, hab's verstanden. Blitz magst du lieber als alles andere. Hat Tifa noch Blitz? Nee, das wäre ja zu geil. Dann probier's mal mit Feuer. Vielleicht explodiert er dabei. Und nochmal Blitz. Da. Verschnaufen ist nicht. Wir müssen nach oben tiefer. Hast du das noch nicht verstanden? Oh, ich glaube tatsächlich, dass diese Gebäude hier alle auf der Platte waren und nicht unter der Platte. Also das sieht mir nicht danach aus, als ob hier nur 50.000 Leute draufgegangen sind. Das sieht mir dann doch schon nach mehr als 50.000 aus. Solche Penner. Selbst Bix und Jesse. Bix und Jesse. Meine Rache kommt, das könnt ihr mir glauben. Ich habe ein Schwert.
Mit diesem Schwert kann ich richtig dick wehtun. Sieht mir so ein bisschen aus wie, rüste dich nochmal auf. Der nächste Kampf oder da oben kommt ein größerer Kampf. Soll mir recht sein. Mir ist alles recht, um Shinra zu vermöbeln. Nee, hier komme ich nicht durch. Hier ist noch eine Kiste. So, Wachmacher. Ich habe einen Frosch im Hals. Lass mich. Ich laber hier schon seit Stunden vor mich hin. Da kann auch mal gelegentlich mal ein Frosch sich verirren. Genau, Quark. So, hallo. Ist hier jemand? Nein? Sehr gut. Wenn hier keiner ist, dann finde ich das spitze. Da? Nee, da. Da ist die Brücke. Tifa, geh mal aus dem Weg. Du bist die ganze Zeit im Weg. Warum machst du das? Ja, ich glaube, hier kommt gleich ein größerer Kampf. Da oben auf der Plattform, das sieht doch perfekt für einen großen Kampf aus. Gut an, dass wir Shinra jetzt endlich an den Kragen gehen. Platz nicht vor Wut. Keine Sorge, wenn hier wer platzt, da dieser Shinra-Säcke. Ja, du sollst deine Rache hoffentlich bekommen. Und dieser Wind sieht mir ein bisschen verdächtig aus. Na, doch nichts Verdächtiges. Hier echt lang? Ja. Ein bisschen balancieren. Gucken wir auch gleich mal runter. Wie sieht's denn da so aus? Och, jo. Alles ganz cool. Ganz gemütlich. Ich bin ein bisschen nervös. Ah, da oben ist noch eine Kiste. Gucken, wie wir dort rankommen. Hier war mal eine Leiter. Aber sie ist nicht mehr. Ah. Bereit für die Schlacht? Oh. Na und wie? Ach komm. Mach deine Sprungattacke oder sowas. Da hinten. Ich glaube, Ero war das. Was da ganz gut hilft. Ja. Au! Im Schock und machen trotzdem noch Fall. Wo ist er? Da oben ist er. Ah, und da sehe ich auch schon die Seile im Hintergrund. Nochmal Magie. Ero. Wir hacken dich kaputt. Fertigkeit, Mutangriff. Probieren wir es. Oh. Hat funktioniert. Hui. Flieg und Sieg, Cloud. Oh. Habt ihr das gesehen? Da ist gerade ein Trigger runtergefallen. Ich will hier wieder weg. Vor allem, wie mies, da hinten steht ein Makoreaktor. Und da drüben ebenfalls. Aber jetzt sieht man die auch ein bisschen besser. Wie groß die eigentlich sind. Okay. Lebenspunkte technisch sehen wir eigentlich ganz gut aus. 1500. Ja, komm. Supertrank reicht völlig. Oh, ich dachte gerade, da steht einer von den Turks, aber es ist doch nur tiefer. Na dann, vorsichtig weiter. Wieso habe ich das Gefühl, dass sie gleich irgendwas abreißt und wir kurz mit runterstürzen? Glück gehabt.
dann mal schneller. Nur keine Zurückhaltung. Zum Ziel ist er nicht so mein Ding. So, wir müssen hier mal ein bisschen abwarten. Ah, jetzt ist er in der Nähe. So, gut. Wenn es nur einer ist, ist das in Ordnung. Nicht, dass hier gleich in Scharen auftauchen. Das wäre ekelhaft. Kisten. Her damit. Allheilmittel. Die kommen doch gleich wieder gegen an. Nein! Runter! Scheiß Heli! Lass einfach nicht locker! Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Okay. An dieser Stelle erstmal eine kleine Pause. Und wir sind in der nächsten Folge wieder. Heli-Angriffe waren jetzt nicht eingeplant an die ganze Nummer. Bis zur nächsten Folge!